Aber ich glaube, jetzt dürfen wir uns selber die Mikrofone anschalten. Hey, ihr Lieben, morgen geht's los. Morgen geht's los. Yay! Hallo, Ich bin lieber da. Frank. Hallo, ihr Lieben. Schön, euch Übermann, zu hallo. treffen. Liebe Grüße aus Bergen-Enkheim und die ganze Familie ist hier mit dabei. Schön, schön, ey. Ja, ich bin nicht in der Sauna, zur Abwechslung mal. Nicht in der Sauna, aber mittlerweile sieht mein Auto so aus wie eine Sauna. Das ist ganz schön, ganz schön. Ja. Vielleicht übergeben wir es mal an den Andreas, dass er uns eine Einführung gibt, weil wir wissen offensichtlich nicht, wer wir sind und wo wir sind. Andreas, kannst du uns ein bisschen lokalisieren, bitte? Ja, klar, ich denke mir schnell was aus. Moment, also der Deva-Wahn ist von Wisconsin nach Frankfurt geflogen und bereitet sich darauf vor, morgen nach Bad Meinberg zu kommen. Der Frank bereitet sich auch groß darauf vor. Okay, es ist ein Bus. Frank ist in seinem Bus. Das denke ich mir auch gerade aus. Und der kommt auch morgen nach Bad Meinberg zum Festival. Und also wie ihr vielleicht im Hintergrund hört, hier wird ordentlich gebaut und gebastelt. Die Kinder haben schon Erwachsenenblockaden aufgebaut, durch die wir nicht durchkommen. Ja, und so lösen wir unsere Blockaden vor dem Betreten des Himmels dann doch durch Wunder auf. Danke, dass ihr hier seid. Danke für ja, die Warm-up-Session mit euch. Und ganz liebe Grüße aus dem Tripura. Ja, danke dir, lieber Andreas. Ja, gleich auf die Frage zu beantworten, die in den Chat geschrieben wurde. Also, der Rolf und die Hedi und die Shiva-Hündin, wir kennen uns eigentlich schon seit Tausenden von Jahren, würde ich sagen, ne? Und das geht zurück auch zu der Zeit, als wir in Wien in der Küche noch eine Sauna hatten. Du kannst ja auch eine Sauna in deinem Fahrzeug haben, Frank, ne? Und ja, es war irgendwie so, was uns auch zusammengebracht hat, ist eigentlich, was wir auch lernen, nämlich Kommunikation wiederherzustellen. Und wenn ich mich recht erinnere, Rolf, ne, war das in der Fußgängerzone in der Wiener Innenstadt. Und ich wurde einfach angesprochen abends, ob ich einen Platz wüsste, wo man übernachten kann oder günstig übernachten kann. Und irgendwo haben wir uns wiedergefunden und ich habe einfach nur ganz natürlicherweise zum Ausdruck gebracht, ja, komm einfach mit mir. Ne? Und so ist eigentlich eine lebenslange Freundschaft entstanden, die zwar unterbrochen war, als ich mit dem Kurs und nach Amerika ging. Es hat so ausgesehen, und da könnten wir natürlich schon Sessions darüber halten, dass wir uns verloren hatten. Ne? Und es hat so ausgesehen, als ob es keine Möglichkeit mehr gäbe, uns wiederzufinden, weil das war halt alles vor dieser sozialen Mediengeschichte. Ne? Und irgendwie ist es dann, wie es eigentlich passiert ist, dass wir uns wiedergefunden haben. Wir haben uns beide gesucht und das hat trotzdem dann einige Jahre gedauert, bis der Kontakt wiederhergestellt war. Und das Interessante ist halt in Wiedererneuerung des Kontaktes, dass wir gewisse Sachen uns einfach sehr gut erinnern. Andere Sachen sind auch wieder unterschiedlich, je nach Person, aus dem Bewusstsein raus. Aber wenn jemand eine Geschichte oder ein Detail erzählt, sind wir sofort wieder im Wiedererleben, würde ich sagen. Wir erleben es eigentlich wieder, als ob Zeit überhaupt nicht vergangen wäre, ne? Und das ist natürlich Tatsache. Zeit vergeht nicht, ne? Alles ist eine Geschichte in meinem Geist, ne? Und die Frage ist ja immer nur, was mache ich mit der Geschichte, ne? Bin ich bereit, diese Geschichte jetzt zu einer Erkenntnis eines Treffens wirklich in dem, was in uns ist, was der Inhalt unseres Selbstes ist, was wir als Licht oder als Liebe bezeichnen, mich wieder zu erinnern, ne? Oder
bin ich nach wie vor daran, an irgendeiner Sache rumzukauen. Wenn wir wirklich an etwas rumgekaut haben, wir sind auch als Freunde durch viel durchgegangen, ne, über die Jahre. Aber dann hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr wiedergefunden, ne, sondern die Bereitwilligkeit, wirklich das da sein und präsent sein zu lassen, was einen wirklich verbindet, ne, was wirklich die Liebe ist, ne. Frank, was hast du dazu zu sagen? Ach, ich finde es unglaublich spannend im Moment in Beziehungen zu merken, dass Geschichten mich ja eigentlich immer blind machen. Das ist so abgefahren, weil ich meine Beziehungen so lange über meine Geschichten definiert habe und jedes Mal aber merke, ey, ich bin so froh, wenn diese Geschichten wegfallen, Mann. Ich bin so froh, wenn diese Geschichten wegfallen. Und je besonderer eine Beziehung ist, ne, desto mehr basiert sie ja auf Geschichten eigentlich. Und ich entdecke halt einfach in mir, dass das Ego die immer für eine Art von Drama nutzen will. Total. Also es ist, als wäre es zum ersten Mal in meinem Leben eine ganz schockierende Vorstellung, dass Ego sucht Spielgefährten für Geschichten, so auf jeden Fall. Und es spielt halt auch immer mit. Wenn mir da jemand die Geschichte von du stehst über mir anbietet, dann nimmt das Ego die total gerne an. Und wenn mir jemand die Geschichte von wir haben noch was gut zu machen miteinander anbietet, dann nimmt das Ego die total gerne an. Und ey, also einer der Hauptdinger, wo ich im Moment drauf rumkaue, wo ich mit übe, ist die totale Ebenbürtigkeit zu sehen, jenseits von Geschichten. Und das ist so ein irres Gefühl. Ich hätte nie gedacht, wie intensiv sich Ebenbürtigkeit anfühlt. Kannst du uns beschreiben, Devavan, wie sich Ebenbürtigkeit für dich anfühlt? Ja, wenn im Bewusstsein Ebenbürtigkeit erkannt wird, dann, ich würde sagen, da ist einfach wirklich nur Freude da, ne? Und da ist Freude da, mich selbst zu treffen, ne? Und was ich zuerst zwar geteilt habe, als dass eine Geschichte im Geist nach wie vor ihre Quelle nicht verlassen hat, auch wenn es ausgefiltert oder nicht mehr viel übrig ist, aber dass es nicht wirklich ein Hindernis ist, sondern dass es wirklich davon abhängt, wie ich es nutzen möchte, ne? Und worauf du anspielst auch, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das mitnehmen in unserer Transformation, ist, nicht mehr in der Geschichte zu verbleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich mich mit der Geschichte identifiziere und in der Geschichte mich lokalisiere, dann bin ich ein Sklave, dann bin ich letztendlich auch ein Opfer wahrscheinlich oder ein Täter in der Geschichte, ne? Aber wenn ich die Geschichte tatsächlich nur zulasse als eine Gelegenheit, als ein Angebot, als eine Einladung, eine größere Verbindung zu eröffnen, und das heißt, die Liebe in mir, in ihrer Größe zu eröffnen und keine Angst davor zu haben und nicht auszuschließen, aber auch nicht speziell zu machen, was ein spezieller Einschluss wäre. Dann, und wir reden zwar nicht wirklich viel darüber, aber ich würde sagen, was da passiert in unserem Geist ist, dass wir uns eigentlich sein lassen. Wir lassen uns sein, wie wir sind, und wir bekräftigen eigentlich, dass das absolut nicht nur okay ist, sondern gut ist, zu sein, wie wir sind. Wir üben ständig und können praktizieren, dass was Vergebung im wahren Sinne, im ständigen Moment zu sein, das heißt, das ist ja ein ständiges Loslassen meiner Bedeutung, die ich in der Vergangenheit geteilt habe oder gehalten habe. Und ein ständiges Neusein lassen. Okay, wer ist denn das jetzt eigentlich wirklich, wenn ich da treffe? Und natürlich die Wahrheit sagt mir, dass ich erstmal aus einem Bild oder aus einer Wahrnehmung ja überhaupt nicht weiß, wer da vor mir ist. Aber wenn ich zulasse, dass es neu ist, dann bin ich es selbst neu, den ich hier und die ich hier treffe. Und da öffnet sich dann wirklich eine immense Freude von, wir wissen schon ganz genau, wenn wir dies, ob wir jetzt den Kurs studiert haben oder irgendwelche transformativen Erfahrungen durchgemacht haben, dass es diese Gleichbürtigkeit oder Gleichheit ja nur in unserem wahren Geist gibt.
Das gibt es ja nur in Gottes Geist und in der Erkenntnis, wer wir sind, in der Vollkommenheit der Schöpfung. Als Mensch werde ich immer Unterschiede wahrnehmen, solange noch Wahrnehmung da ist. Und das darf auch so sein. Aber woran ich eben arbeite, ist hier nicht mehr die Bedeutung, dem entgegenzuhalten, die ich in der Vergangenheit mir selbst in dem Sinne auferlegte. Ne? Das befreit uns, wenn wir uns befreien von der Bedeutung. Und dann ist eine Ebenbürtigkeit wird eigentlich zu einem Gleichsein, weil ebenbürtig ist letztendlich auch nur das Ego, das sich ebenbürtig findet in zum Beispiel, oh, wir haben dieselbe Stärke, geistige Stärke, emotionale Stärke, was immer, körperliche Stärke. Und das ist Ebenbürtigkeit. Und das verändert sich natürlich ständig. Ein Moment ist es ebenbürtig, im nächsten Moment ist schon jemand, der wieder stärker oder darüber steht und der andere müsste. Und da ist wichtig, dass wir uns erinnern, dass es letztendlich wirklich alles nur ein Witz ist und wir da sind, um zu lachen über Bilder, die gemacht wurden oder noch in Erinnerung gebracht werden, geteilt werden, ne? Damit sich hier dieses größere Gleichsein, Einssein öffnen kann. Wie können wir denn Ebenbürtigkeit erfahren? Wollen wir das mal einladen, so als Erfahrung? Ja, Denn machen wir das mal. Genau. ja, lasst uns das wirklich mal machen. Ne? Also diese Art von echtem Ego können wir ja immer nur Schutzschild hoch und nach oben oder nach unten schauen. Irgendwie in Vergleichen denken auf eine gewisse Weise oder an Geschichte denken. Und immer bleibt da dieses Körnchen Angst, das scheinbar einen Graben bildet zwischen uns. Und jetzt, ne, das Ego hat keine Ahnung, wie es geht, laden wir mal den Heiligen Geist miteinander ein für einen Moment. Denken an jemanden oder schauen jemanden im Bildschirm an und laden einfach mal die Erfahrung von totaler Ebenbürtigkeit ein, Heiliger Geist. Lass uns mal erfahren, wie sich das anfühlt. Oh, wow, merkst du, wie das letzte bisschen Graben einfach mehr und mehr verschwindet und sich das, was wir sind, von selber ergibt in dem Moment, wo wir dafür einstehen? Und was für mich so eine der spektakulärsten Beobachtungen ist, dass wir wirklich niemanden brauchen, der mitmacht. Dass ich, dass ich echt in Welt und auch mit diesem, das ist ja auch manchmal eine ganz eigenartige Rolle als Lehrer. Ne, weil ich ganz oft die Idee habe, ich bekomme Über- und Unterordnungsideen angeboten in meiner Wahrnehmung. Und jedes Mal verliert eine Beziehung an Leichtigkeit dadurch. Ne? Jedes Mal achtet einer darauf, oh, wie rede ich jetzt? Was sage ich jetzt? Wie drücke ich mich aus? Ich will keine Fehler machen. Und ein anderer denkt sich, er müsste immer belehren oder so. Und einfach zu spüren, ey, ich brauche dieses Spielchen nicht mitzuspielen. Ne, also egal, was mir da gerade angeboten wird in Wahrnehmung gerade, ich
bin frei, Ebenbürtigkeit einzuladen. Ne? Und sowas ganz Unkompliziertes, Miteinanderseinendes, dass ich mich einfach wohl bei dir fühlen kann. Das ist eine Offenbarung, nichts weniger als das. Das ist unglaublich im neuen Miteinander. Ja, und wie sich auch die Bedeutungen über die andere Person, wie sie sich auflöst eigentlich, ne? Dann sieht man eigentlich, was da gemacht wird im Geist, wenn das aufrechterhalten wird und wie viel Energie das eigentlich bedarf, um es aufrechtzuerhalten, ne? Wenn ich mich einlade in die Erfahrung der Ebenbürtigkeit, da ist kein Rangordnungsunterschied Inhalt oder eine Geschichte dazu da, ne? Die verschwindet darin. Ja, und ist das nicht abgefahren, dass wir im Ego immer nur Angst voreinander haben? So, dass da immer eine Idee ist von, ich muss was beschützen? Ja, das ist Wie? halt das Selbstkonzept, ne? Im Selbstkonzept kommt halt mal hoch. Okay, hier ist meine Identität, wer glaube ich, dass ich bin und wer glaube ich, wer der andere ist, ne? Und das ist, was beschützt wird, ne? Das ist die Abwehrhaltung, von der er auch in der heutigen Lektion spricht, ne? Ja, die heutige Lektion ist für mich die von gestern. Willst du uns noch mal gerade erzählen, den Tagesgedanken? Meinst du mich? Ja. Krankheit ist eine Abwehr. Krankheit ist eine Abwehr gegen die Wahrheit, ne? Und 136, ne? Und was mir da auch jetzt wirklich aufgefallen ist heute in der Lektion ist, wo der Autor, ne, der Christus in uns eigentlich eine Frage stellt, wo er mir eine Frage stellt, ne, was das eigentlich ist, dass ich verwende oder verwenden kann, um mich von der Wahrheit und das Wort, das er verwendet, ist abzuschirmen. Und er versucht hier wirklich diesen klaren Hinweis zu eröffnen, dass das ist krank im Geist. Das ist, was wirklich Krankheit ist. Dieser Versuch, sich von der Wahrheit abzuschirmen. Und darin wird natürlich dann die Körperidentität ganz, ganz wichtig, ne? Und ist es ganz wichtig zu sagen, ich bin ein Körper und alle anderen müssen als auch ein Körper sein. Und natürlich die Identifizierung, dass das, was ich als Körper wahrnehme, als mich selbst oder den anderen, dass das nicht getrennt sein kann, ne? Der Körper kann von mir nicht getrennt sein. Und er fragt wirklich, er stellt in Frage, wie das Ego oder im Egogeist das operiert oder aufgestellt wird und wie es eine Wirklichkeit annimmt, ne? Und dass dann das Gefühl dazu, was halt so wahrgenommen wird auf der körperlichen Ebene als Schmerz, ne? Dass darunter gelitten wird und weil der Körper das tut und in diesem Schmerz sagt er, wirst du eins mit ihm gemacht. Das heißt, diese Verbindung Körper-Ich muss gefestigt werden, um eine, unter Anführungszeichen dann, eine wahre Identität bewahrt, aufrechterhalten und bewahrt werden zu können. Und er bezeichnet es dann als eine sonderbaren, quälenden Gedanken, denn zu versuchen, etwas jenseits. Und das hier ist dann die Aussage dieses kleinen Häufchens Staubes zu sein, ne? Und das zum Schweigen gebracht und beschwichtigt wird, ne? Das heißt, das, was sucht, was jenseits des Körpers liegt, was uns wirklich verbindet, was nur erfahren werden kann, wenn wir das einladen und wirklich für uns wollen, ne? Das wird versucht, im menschlichen Selbstkonzept zum Schweigen zu bringen. Muss zum Schweigen gebracht werden und beschwichtigt werden, damit der Geist nie wirklich draufkommt, dass er eigentlich nur das möchte, was über jenseits des Körpers blickt. Also mit anderen Worten ist Krankheit so eine ängstliche Suche nach Identität. Genau. Ja, ist doch Großartig, ne?
Großartig. Okay. Großartig. Krankheit ist eine ängstliche Suche nach Identität. Nach ein. Ja, und dem stellen wir uns ja alle immer wieder, ne? Die Idee von, ich weiß nicht wirklich, was kommt. Ich habe das gelesen und theoretisch vertraue ich dem Jesus auch. Aber was das bedeutet, alle Selbstkonzepte aufzugeben und das zu sein, was ich bin. Dieser Unwissenheit, ne? Dieser Unwissenheit stellen wir uns ja Portionchen für Portionchen. Und ich erlebe bei mir selber zwischendrin, ne, wie es mir Angst macht und ich dann kurz versuche, mich krank zu machen. Das geht richtig, richtig fix. Und in diesem Moment ist immer, immer gleich das Ego zur Stelle und sagt: Siehst du hast es einfach nicht drauf, Mann. Du hast es einfach nicht drauf. Guck mal, jetzt bist du wieder, jetzt wehrst du dich wieder, ne? Jetzt hast du wieder Abwehrmechanismen. Und für mich ist einfach der oberste Punkt, wenn es an Heilung geht, immer wieder die Wehrlosigkeit. Immer Ja. wieder die Wehrlosigkeit. Ne? Erster Schritt, totale Akzeptanz. Waffen nieder. Nicht gegen irgendwas kämpfen, was ist, sondern alles, 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 alles da sein lassen. Weil letztlich, wenn ich mich verteidige, werde ich angegriffen. Und schon bin ich erst recht nicht mehr ich selbst. Ne? Schon bin ich auf ganzer Linie wieder ein kämpfendes Ich. Und den einen Teil, ne, egal wie ich im Widerstand bin, das eine geht wirklich immer. Mich auf den Rücken legen und zu sagen, ey, geschiehe, ne? Es soll geschehen. Mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Jesus Hand greifen und mich voll hingeben und einfach sagen, ich werde mich jetzt nicht wehren. Und es ist so schön, wie daraus ganz oft bereits Heilung entsteht. Ja, weil die Identität losgelassen wird, ne? Wie du gesagt hast, richtigerweise, es ist ja das Festhalten an der Identität, ne? Die Begrifflichkeit, die Bedeutung, die ich mir selbst gegeben habe, ne? Und das in die Wehrlosigkeit überzuführen, auf einmal verliert es an dieser Stärke, ne? Und das ist ja das Wesentliche, was die Öffnung bringt oder wo die geistige Gesundheit wirklich erkannt wird, dass dieses Konzept oder dieser Glaube, dass womit ich mich oder als was ich mich identifiziere, meine Identität als Körper, ne? Und zu glauben, und darüber spricht er in dieser heutigen Lektion 136, dass das stärker wäre als die Wahrheit. Der Körper ist stärker und mächtiger als die Wahrheit, mächtiger als das Immerwährende, was wirklich Leben ist, ne? Und das muss erstmal angenommen werden. Ah, ist ja in Wirklichkeit ist ja nur ein Fehlgedanke. Es ist ja nicht mehr. Es ist ja nur ein Gedanke, an dem festgehalten wird, der nicht die Wahrheit repräsentiert, ne? Und aus diesem Grunde dürfen wir auch vollkommen angstlos erstmal das annehmen und da sein lassen, ne? Zu sehen, ah, okay, ich identifiziere mich als ein Körper, ne? Und als ein Körper glaube ich, dass das die Stärke ausmachen würde, ne? Das ist unser Monatsthema auch, ne? Und das muss natürlich, kann nur in Bezug auf die Wahrheit entweder vollkommen erniedrigt und nichts wert sein. Und da werden wir in einer anderen Idee drinnen, ne, der Lektion 133, nur das wertzuschätzen, was wirklich Wert hat. Aber das bedarf natürlich auch einen immensen Erkenntnisstand. Oder zuerst eben zu sehen, okay, eigentlich möchte ich, dass meine Identität stärker und mächtiger und größer ist als die Wahrheit. Und da habe ich jetzt Platz anzusetzen. Ja, will ich das wirklich noch? Oder bin ich bereit jetzt, das zumindest in Frage zu stellen und meinen Geist auszurichten, gibt es da eine Alternative dazu? Wer bin ich denn sonst, ne, wenn ich kein Körper bin, wenn ich erkenne, wenn es sich eröffnet, dass ich kein Körper bin? Ne, darüber spricht er ja im Kurs. Ne? Was bin ich dann? Ne? Und er gibt nicht wirklich eine Antwort, ne, konzeptionell. Er geht direkt rein, Freiheit. Ne? Ich bin frei. Ich bin nach wie vor, wie mein Schöpfer mich erschaffen hat und nicht wie ich mich selbst geglaubt habe, erschaffen oder gemacht zu haben. Er gibt ja in der Übung auch ein Ziel vor, ein Ziel, das sich sehr, sehr ambitioniert anhört. Ne? Wenn er sagt, hey, wenn du richtig übst, dann wird der Körper sich einfach nicht mehr anfühlen.
Wenn du richtig übst, wird sich der Körper überhaupt nicht mehr anfühlen. Ja. Und die Erfahrung mal einzuladen. Vielleicht wollen wir das mal miteinander üben, weil ich denke immer wieder, ey, das zeigt mir einfach, wie unglaublich weit so ein Gedanke gehen kann. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu erfahren. Und Jesus sagt, hey, dein Problem, weswegen du so eine Schwierigkeit damit hast, den Körper loszulassen, ist ja, dass du es dir nicht vorstellen kannst, wie ist es ohne. Ja, du hast ihn vielleicht mal kurz außer Acht gelassen, aber du hast ihn niemals gänzlich vergessen. Und die Gelegenheit eröffnet sich einfach heute, das mal miteinander zu probieren. Und wir üben ja, hey, ne, kein Perfektionsanspruch, aber lass uns doch mal gemeinsam gerade reinfragen, wie wäre das, wenn ich von dem Körper überhaupt nichts wüsste? Und gewissermaßen mit geschlossenen Augen ist der Körper ja eher ein Gefühl, eher eine Wahrnehmung, ne, die sich anfühlt, als könnte da was reiben. Also gewissermaßen ein bisschen gröbere Wahrnehmung, die so irgendwie um mich rum oder irgendwo halt im Raum rumwabert. Aber das Ich, das Selbst, der Geist ist ja nicht grob. Schauen wir doch mal, ob wir dieses unendlich feine, stille wahrnehmen können, das alles durchdringt. Als würden wir unsere Wahrnehmung mit jedem Moment ein kleines bisschen feiner machen, an dem Groben einfach vorbeischauen oder durchschauen. Und für einen Augenblick mal nur Feinheit im Geist aushalten. Und vielleicht auch spüren, wie, ne, dieses zweite Hindernis vor dem Frieden, ne, die körperliche Identität beschützen zu wollen, wie da Mechanismen im Geist einfach sind, die jetzt nochmal den Körper bewegen wollen oder abschweifen wollen. Aber für einen Moment sagen wir, ey, ich will es einfach einmal erfahren, wie sich das anfühlt. Den Körper ganz und gar zu vergessen, Heiliger Geist, hilf uns mal gerade.
Und er sagt ja echt, hey, in diesem Moment findet Heilung statt. Sofort. Sofort fließt Heilung in deinen Geist. Und wenn du es so ein bisschen nur spürst, dann merkst du, was passiert. Mit was für einer Kraft du dich da verbindest. Ach, geil, ey. Schön. Ja, und jetzt können wir selbst in das Wahrnehmungsbild zurückkehren und sehen, dass diese Kraft ein Neusein trägt. Yes. Und das ist absolut ein Mitbringen der Erkenntnis, okay, da ist wirklich nichts anderes da als dieser Frieden in meinem Inneren. Den ich vielleicht Gott nenne oder wie auch immer nennen möchte, ne? Spielt alles keine Rolle. Aber ich habe eine Basis, woraus ich immer mich ausdehnen kann. Ich habe eine Basis, die ich nicht verlieren kann. Egal, was auch auf der Wahrnehmungsebene mit, ohne Körperwahrnehmung passiert oder nicht passiert, es ist eine wirkliche Basis eröffnet worden. Und dies zu teilen, bringt uns natürlich auch einen Ausblick einer vollkommen anderen neuen Welt, die gesehen wird. Und er Klar. spricht dann von der wirklichen Welt oder von einer vergebenen Welt, einer geheilten Welt, weil der Geist in dem Sinn geheilt denkt und sich ausdehnt. Und das macht den Unterschied aus. Und das ist die Einladung dazu. Und Und ja, dieser Kanal jetzt konzeptionell gehalten werden im Sinne von, okay, ich lese im Kurs, dass der Körper die Welt keinen Wert hat und vollkommen bedeutungslos ist, ne? Aber die Erfahrung dazu ist eigentlich eine von einer vollkommenen Stärke, von einem ganzen Wert, einer Basis, die ich nun verfügbar machen kann, woraus ich mich ausdehnen kann und teilen kann. Und das können wir natürlich auch spüren, wenn wir zusammenkommen. ja, total. Ey, und das Ego hat immer Angst, den Körper zu verlieren und denkt sich, ja, toll, ne, das ist ja irgendwie, ich bin noch nicht bereit dazu, den Körper zu verlieren. Und Jesus sagt, hey, eine Minute. Ja, eine Minute reicht doch. Lass nur eine Minute. Denk doch nicht an die Ewigkeit. Denk doch einfach mal an deine eine Übungszeit, in der du deinen Willen bündeln kannst für einen Moment. Denn dann wirst du in eine transformierte Welt zurückkehren und dein Leben wird schön und witzig sein, weil du aus einer Perspektive von Frieden und von Stärke wahrnehmen kannst. Und für mich ist es echt immer das Ding, ne? Ich mache da echt immer Deals mit meinem eigenen Widerstand, weil der Widerstand sagt, boah, jetzt die ganze Zeit so, ne? Nie wieder Körper, nie wieder massiert werden, nie wieder umarmen und so. Und ich sage immer, 10 Atemzüge, 10 Atemzüge. 10 Atemzüge kriegen wir hin, ja, 10 kompromisslose Atemzüge. Und wenn es klappt, habe ich, bevor ich am 10. bin, vergessen, dass ich überhaupt atme. Aber ey, wenn der Widerstand groß ist und ich merke, ich krieg's nicht hin und drifte ab, dann sage ich, okay, 3 Atemzüge. Nächster Versuch, ne? Weil, und das ist ja das Schöne, in Raumzeit scheint immer alles schwierig zu sein. Aber jetzt geht halt immer. Jetzt geht einfach immer. Und wie lang dieses Jetzt ist, ist ja gar nicht so wichtig. Es kommt ja nur darauf an, dass ich jetzt frei bin und dass das Jetzt so eine Bedeutung hat, die ich mir ja zurückholen will in mein Leben. So die Idee von, boah, das dauerhaft zu machen, finde ich echt viel. Ist ja allgegenwärtig. Aber jetzt mal kurz, einfach jetzt mal kurz da rein und Waffen weg und totale Feinheit. So. Ja, und es So. geht auch gar nicht darum, um die Idee, dass es verloren gehen müsste oder würde, ne? Sondern nur mal für einen Moment lang es einfach nicht bekräftigen und sich nicht darauf zu beziehen als Wirklichkeit, ne? Einfach mal aufzumachen, ne?
Und weil natürlich wird daraus dann gelernt und erkannt, dass das, was ja gar nicht wirklich da ist, auch nicht verloren gehen kann. Das eröffnet sich dann ja, ne? Wie kann ich etwas verlieren, was ich gar nicht wirklich habe oder bin, ne? Und aber das sind dann Erkenntnisse, die sich durch was die Einladung jetzt ja auch ist, ist ja nur, den Weg erstmal zu beschreiten, ne? Und ich höre dich, Frank, wie du es anbietest, so wunderbar, einfach dem eine Chance zu geben, ne? Dass mal für einen Moment lang nur das sein zu lassen und sich dem zu widmen und zu eröffnen, ne? Alles Das ist andere ja das wird unerfreulich. Anklopfen, ne? Das ist ja echt das Antworten, genau. Anklopfen. Ja, deswegen sind wir ja auch am Festival, ne? Wir wollen einfach anklopfen. Mal kurz anklopfen und dann wieder weglaufen. Klingelstreich an der Himmelstür. Ja, und natürlich, je mehr wir dann auch bestärkt werden darin, hey, das, woran du anklopfst, ist in Wirklichkeit schon geöffnet, ne? Lässt natürlich dann gar keine Angst mehr zu, ne? Weil dann lachen wir nur noch, ne? Dann ist, okay, ich muss noch anklopfen, weil ich es vielleicht noch brauche für mich, ne? Weil ich noch glaube, da ist ein Tor oder da ist etwas, was verschlossen ist, ne? Aber die Antwort ist, hey, ist schon geöffnet, ne? Ist schon offen. Klopf ruhig an, aber ich zeige dir, was in dir schon immer geöffnet war, ne? Und da gibt es dann auch kein Weglaufen mehr, weil dann ist, okay, jetzt zeig mir mehr davon, ne? Ich bin bereit, ne? Und das ist natürlich eine Reise, die keine Distanz kennt, ne? Ja, danke. Ja, so das Anklopfen ist ja auch irgendwie unser Üben, ne? Wirklich anzuklopfen. Und in meinen Übungszeiten beobachte ich genau das, wie ich halt ganz oft so nicht wirklich anklopfe. Ich denke den Tagesgedanken so irgendwie zwischendrin, so zwischen Tür und Angel, und flupp bin ich wieder weg, ne? So einfach fürs Gewissen, einfach mal kurz den Tagesgedanken gedacht. Und das ist halt einfach toll, wenn wir uns begegnen, dass wir merken, hey, das ist ja das Tollste, was mir Beziehung anbieten kann. So dieses, ja, mit dir will ich auch. Jetzt will ich wirklich anklopfen. Jetzt will ich es wirklich erfahren. Und das hat ja ganz viel damit zu tun, dass ich echt übe, mir ein Ziel zu setzen. Und das kein Ziel für die Zukunft, sondern ein Ziel fürs Jetzt. Wozu dient dieser Augenblick? Und das ist total, total neu, weil wir wissen ansonsten immer gut, was wir gerade nicht wollen. Das merke ich an mir so stark, dass ich so lange immer ganz klar wusste, was mich gerade stört am Augenblick. Sofort wusste ich das. Wer triggert mich gerade an in diesem Augenblick? Was langweilt mich gerade an diesem Augenblick? Was ist künftig netter als dieser Augenblick? Ne, das ist Komfortzone, da kennen wir uns super aus. Ja, den Augenblick zu vermeiden, um einer Idee den Vorzug zu geben, damit kennen wir uns super aus. Aber wirklich mal zu fragen, wozu dient denn dieser Augenblick? Weil mehr gibt es nicht. Ja, und natürlich mit der Aktion von Anklopfen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, war eigentlich der Ausgang bereits vordefiniert und war wieder begrenzt. Und in dem Sinne war es nicht sehr attraktiv, beziehungsweise hat uns immer wieder ein geschlossenes Tor gezeigt, ne? Aber was jetzt eigentlich vernommen wird und empfunden wird, ist eine Einladung, anzuklopfen, ohne einen Finger zu bewegen. Verstehst du? Das heißt auch üben, ne? Die Lektion ohne zu üben, ohne sie konzeptionell üben zu müssen. Ja.
ja, Darf ich neugierig und sagen, ne? lebendig. Wie lange können wir etwas konzeptionell üben? Deswegen wird da auch im Kurs nur vorgegeben, ein Jahr, mach ein Jahr. Und sicher wird jeder sagen, okay, wenn das eine Jahr mit den Lektionen vorbei ist, mache ich weiter, weil ich so tolle Erfahrungen hatte und jetzt möchte ich mehr davon erfahren oder möchte ich es beständig machen. Ne? Aber in Wirklichkeit spricht er nicht mehr von irgendeiner Wiederholung, ne? Sondern von etwas, was eigentlich könnten wir sagen, ein Menschenleben ausfüllen sollte, ne? Eine volle Hingabe, ein nur dem dienen, sich nur dem zur Verfügung zu stellen. Und in dem Sinne, das ist ja, was Lehren ist, das zu demonstrieren, ne? Für einen selbst. Ne? Und das heißt, es kann nur entlang gehen, indem wir das auch feinstofflich, geistig so erkennen, in was uns gegeben wurde, was wir empfangen haben, dass es gar nicht mehr jetzt irgendeinen konzeptionellen Formausdruck bedarf. Schau mal hin, was angeboten wird in dem ganzen Esoterik-Zirkus. Tausende von verschiedensten Formen. Und egal, wo wir uns angezogen oder hingezogen fühlen, letztendlich, was uns wirklich nur interessiert, ist ein Angebot, das uns nicht mehr auf der Zeitlinie belässt. Egal, ich kann mich über Ernährung, über irgendwelche Heilsachen, alles kann mich interessieren. Aber was wirklich attraktiv ist, ist nur, wenn der Finger gezeigt wird auf etwas, was mich wirklich aus der Zeitlinie rausholt, wie du gesagt hast, für den Moment, für den gegenwärtigen Moment zu erfahren und zu erleben und zu üben. Und das kann nur die Anziehungskraft der Liebe. Wirklich. Ja, Wirklich. genau. Und das ist ein Wunder. Ne? Das ist das Wunder, wenn mir die Liebe auf einmal wichtiger ist als alles andere für einen Augenblick. Und die Frage, die wuchs gerade eben schon in meinem Geist, Devavan, und die will ich dir jetzt einfach mal so stellen. Weil das ist ja ganz, ganz abstrakt. Jesus sagt ja auch, die Liebe Gottes ist dermaßen abstrakt. Und im Geist, in dem es nichts mehr außer die Einheit gibt, wie erfährst du da Liebe? Kannst du uns das beschreiben? Ja, ich halte das ganz einfach. Liebe lässt sich im Sinne von menschlicher Wahrnehmung gar nicht erfahren. Ich kann es nur sein. Ich kann nur eintreten und es erlauben, dass ich es bin und in dem Sinne sein Aber lasse. Ne? beschreib uns doch mal die Erfahrung. Was erfährst du, während du das erlebst? Wenn du das bist. Ja, da fehlen mir auch die Worte dazu. Was hast du für eine Beschreibung? Ja, es ist Aber furchtbar. Du sicher, wolltest. ich kann es umschreiben, ne? Ich kann es umschreiben von es macht mich wirklich im Sinne vereint und nicht mehr getrennt fühlen. Also man kann alles umschreiben, ne? Aber was es wirklich ist, wenn es wirklich um eine Liebe geht, die allumfassend ist und kein Gegenteil hat, dann kann ich es nicht wirklich beschreiben. Ja, beschreibe die Liebe. Aber es ist immer dieses Wiedererkennen. Ich erkenne etwas, jemanden, keine Ahnung. Ich erkenne etwas wieder und bin so begeistert über dieses Wiedererkennen. Das Ja. dominiert so diese gesamte Erfahrung, ne? Dass auf einmal so eine Identifikation mit dem, was ich da erkenne, stattfindet. So ein, boah, genau wie ich. Genau wie ich, so sein von meinem Sein. Und daraus entsteht eine lebendige Ausdehnung von Begeisterung einfach nur. Ja. Auch, Das reicht ja aus, ne? Da ja. brauchst du ja nicht mehr Antworten dazu. Wenn du Begeisterung spüren kannst, dann was willst du mehr, ne? Ja, es ist so schön, das zu lehren, weil dann fühle ich es halt gleich, ne? Dann bin ich gleich voll drin. Dann bin ich gleich. Voll drin. Ja, und wie Claudia schreibt, ne, sicher finden wir es schön, wenn Liebe beschrieben wird. Deswegen lesen wir Poesie oder schreiben selber und bringen es zum Ausdruck. Und wenn es nur ein Ich liebe dich ist, ne? Aber was wirklich zählt, ist eben, was wir eigentlich in uns selbst, im Herzen der Herzen empfinden, erfahren, erkennen, sind. Ne?
Und ja, danke für deinen Input auch zu Beginn. Ich kann das zwar nicht alles lesen, weil ich nur mein Handy habe, aber das ist alles Teil davon, ne? Dass all diese Erkenntnisse, all das, wie wir es zum Ausdruck bringen können, ist absolut auch wichtig, das mitzunehmen oder uns nicht dagegen zu es wegzuschieben oder was immer, ne? Wenn es um, egal welche Vorstellung da ist, ne? Wir haben über Abwehrmöglichkeiten, Abwehrhaltung gesprochen, ne? Und da gibt es genauso viele Bedeutungen und Ideen darüber, wie etwas verteidigt und beschützt wird, auf der kleinen menschenkonzeptionellen Ebene, wie es mit den Ideen der Liebe gehandhabt wird, ne? Aber alles hilft uns, um immer wieder, wie ich es schon zum Ausdruck gebracht habe, um eine größere Version davon einzuladen und zu eröffnen zu lassen. Weil nur darin kann ich auch mich selbst erfahren, dass Angst nicht mehr meine Wirklichkeit, noch meine Bedeutung über mich selbst ist. Ja, witzig, dass Angst auch ein Mangelgefühl ist, ne? Dass ich immer wieder denke, die Angst hätte sowas wie einen eigenen Willen, sowas wie eine eigene Natur. Dabei ist sie nur die Idee von, da fehlt Licht. Da bin ich gerade im Mangel. Ja, deswegen ist das, steht ja in der Lektion heute auch drinnen, ne? Dass dann die Identität oder als Körper oder als was immer, als eine Persönlichkeit, wird als stärker als die Wahrheit gesehen oder geglaubt, ne? Und gehalten, ne? Und das ist halt, denke ich, einer der Grundsätze, die wir uns anbieten sollen und können und auch anbieten. Dass wir uns immer einladen zu einer größeren Erkenntnis über das, was Wahrheit ist, weil Wahrheit ja nicht zwei Wahrheiten sind, ne? Es muss etwas sein, was gleich wahr in mir wie in dir, wie in jedem Wesen ist, ne? Und diese Einladung zur, was gleich wahr, ne? Das ist mehr, du siehst, das ist mehr, auch mehr als ebenbürtig, ne? Was gleich wahr im einen Geist dann ist, ne? Das bringt wirklich diese Lichtkraft, diese Lichtenergie in unserer Verbindung, so zum Scheinen oder so zum Erfahren, dass wir eigentlich wirklich die gesamte Vergangenheit und alles, was noch gehalten wird an Bedeutungen, wirklich vollkommen klein und nebensächlich und wirklich als nichts und als wertlos dann erkennen lässt. Ne? Es geht mir öfters so in meiner Tätigkeit auch da in unserem Restaurant, wo ich Service mache. Und natürlich erfüllen wir auf der normalen Zeitebene Funktionen, wie jeder Mensch es in seinem Job erfüllt. Ne? Und es ist mir erst letztens gegangen, als da war irgendetwas, was wir auch ja, mehr oder weniger vorbereiten mussten und was halt darum geht mit, weil etwas nicht funktioniert und wieder kaputt ist und wie es halt so ist, ne? Ständig repariert werden müsste. Und ich bin dann aufgewacht morgens und so mein erster Gedanke in der Klarheit und vollkommenen Gelassenheit war nur, oh mein Gott, wie klein dieses Problem doch ist. Es braucht wirklich nicht mehr als mein Lachen darüber, um die Lösung, um es für mich auch lösen zu lassen, ne? Und das ist, denke ich, Fortschritt, ne? Wenn wir uns daran erinnern, dass da immer eine viel größere Wirklichkeit unserer selbst auf uns wartet, dass wir empfangen sollen, ne? Was einzig letztendlich nur das Licht der Wahrheit, wer wir sind, reflektiert, ne? Wo nichts mehr übrig bleibt. Eine Teilnehmerin meiner Intensivgruppe, die hat am Montag so eine tolle Geschichte erzählt. Und zwar hat sie von einem Tag berichtet, wo sie wirklich ganz viel geübt hat und dann ganz viele Wunder passiert sind. Und sie am Ende dachte, einfach nur ganz lapidar,
Das war jetzt irgendwie leichter, als ich erwartet hätte. Das war jetzt irgendwie viel leichter, als ich erwartet hätte. Habe ich was falsch gemacht? Nein, Mann. Stell mal vor, das wird so dein Gedanke beim Erwachen sein. Das war jetzt echt leichter, als ich gedacht hätte. Was für eine Weisheit und eine Vorahnung in diesem kleinen Satz steckt. Das Ja, und macht was so. auch passiert, was jeder sucht und haben möchte, ist eine Bestärkung im Vertrauen zu einer, sagen wir, im höheren Macht, zu einer Basis, zu einer Quelle, die tatsächlich in dem Sinne verfügbar wird und durch die neue Geistes, durch einen neuen Gedanken auch wirklich klar wird, okay, alles kann sich verändern, wieso, und verändert sich sowieso. Und alles ist möglich in dieser Quelle, in Gott sowieso. Und ja, ich war da vor 2 Tagen am Flughafen in Chicago und ich hatte nur ein Ticket, das mehr oder weniger erst einen Sitz bekommt, wenn bereits alle eingestiegen sind und einen Sitzplatz haben. Das war so für Familienangehörige und Freunde. Ne? Und ich bin dann, diese Leute, bevor sie eingestiegen sind, also am Gate, muss ich da hingehen. Und der hat mir gleich gesagt, sieht heute ganz schlecht aus. Wir sind sogar überfüllt aus irgendwelchen Gründen, was, dass halt 2 Flüge oder was sich überlappt haben. Und dass meine erste Antwort, die rauskam, war, ja, aber ich muss ja zu dieser Konferenz nach Deutschland, ne, wo ich eingeladen bin. Und der hat gesagt, mal, sieht wirklich nicht gut aus, ne? Und im nächsten Moment kam ein Inder heran und ich glaube, das war so eine Art Supervisor. Und der hat mir mal in die Augen geblickt und hat gesagt, ja, stell dich mal halt auf die Seite, werden wir mal sehen, was passieren wird. Ne? Und ich habe dann gesehen in der Zeit, dass sind gute, so bis die alle Leute eingestiegen waren, sind so gut an die 15, 20 Minuten vergangen. Und der Flug war auch bis zum letzten Sitz ausgebucht, als ich dann gesehen habe. Und ich habe dann gesehen, wie schnell eigentlich die Versuchung hochkam, sofort irgendwelche Alternativen in meinen Geist zusammenzuweben. Ne? Also was könnte ich machen? Zurückfahren nach Wisconsin und kenne ich jemanden, 3 Stunden Autobus in Madison, da kann ich übernachten. Oder ich kenne auch jemanden, der außerhalb von Chicago lebt, vielleicht ist er sogar da, habe ich zwar schon lange nicht mehr kontaktiert, aber und da habe ich gesehen, wie eigentlich als erstes der konzeptionelle Geist hergeht und sofort versucht, eine Lösung sich selbst anzubieten. Und die Stimme, die wirklich ich nicht überhören konnte, die ich auch die Stimme des Heiligen Geistes oder Jesus identifiziere, hat mir gesagt, stopp jetzt. Denke nicht in Richtung von wie das Problem gelöst werden könnte, sondern geh einfach nur ins Vertrauen. Geh einfach nur in ein höheres, in ein größeres Vertrauen, dass es eine Stärke gibt, die dies als ein kleines Problem sieht, das in Wirklichkeit wirklich kein Problem ist. Und was passiert war dann, als alle eingestiegen sind, ich war der Letzte dann da am Desk und ich habe einen Sitz bekommen. Ich habe zwar einen Sitz bekommen, der wahrscheinlich nie weggegeben wird, neben einem Ausgang, da hat es richtig reingezogen auf 10.000 Meter Höhe mit minus 50 Grad. Aber ich war so dankbar, dass ich einen Sitz bekommen habe, dass das überhaupt auch nicht als irgendein Leiden oder als irgendetwas, was negativ wäre, identifiziert habe. Und da ist, glaube ich, wo es lang geht für uns, ne? Und wo wir uns einladen und was wir bestärken wollen. Das hier ist für mich, was immer es ist für mich. Das hilft mir immer sofort aus diesem Ankläger raus, ja. So, egal wie die Situation oder wie ich gerade denke, warum passiert denn das jetzt? Das Angebot zu analysieren oder zu verurteilen ist so nah und einfach nur gleich den Gedanken da zu haben, das ist für mich. Du bist für mich. Die Situation ist für mich. Ja.
Genau. Du bist Und einfach ich habe es auch fertig. sofort gesehen. Ne? Es war da, um mein Vertrauen zu stärken. Ne? Das war für mich. Ne? Das Vertrauen in ihn, ne? Versteht? Ich nehme es ja nicht auf meine eigenen Schultern und sage, oh, ich habe das jetzt selber lösen können, sondern mir war ganz klar, ich habe ja nichts gemacht. Ich bin wirklich nur ins Vertrauen reingegangen. Und in dem Sinne sage ich auch, dass hier diese höhere Kraft, wie immer ich sie nennen möchte, ne, es für mich gestärkt hat, dass ich keinen Zweifel und auch hier eine klare Ausrichtung in meinem Geist hatte, weil natürlich ist da niemand da draußen, der etwas tut, ne? Aber es muss im Geist klar sein, dass die Verbindung da ist, ne? Und dass es darum geht, ne? So der Gedanke, ich bin da, um einen Flug zu erwischen, stimmt einfach nicht. Ich bin da, um meine Wahrnehmung heilen zu lassen. Jedes Mal. Ich bin nicht hier, um einen Vortrag zu halten, sondern ich bin hier, um meine Wahrnehmung heilen zu lassen. Das, Genau. ne, wie ich es jedes Mal wieder vergesse, dass das der Grund ist, warum ich in der Situation bin. Ja, wunderschön, Frank. Ich glaube, wir haben uns gut aufgewärmt. Total, total. Ich weiß gar nicht, wie lange wir heute machen, aber ich glaube, wir sind an einem guten Punkt gerade, Ja, um ein bisschen ja. Musik zu hören. Ja. Total. Danke dir. War ganz wunderbar, mich mit dir zu verbinden, und danke jeden Einzelnen, hier zu Ich freue mich, sein. dich Und zu sehen, Devavan. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ich freue mich, ja. euch alle zu sehen. Wirklich. Morgen. Ja. Morgen. Danke, danke, danke. Ja, und du siehst, jeder darf kommen, auch Gerhard. Wenn du noch glaubst, dass du die Depression noch hast, nimm sie mit und komm einfach, ne? Show up, ne? Zeig dich, ne? Und sieh, wie das wirklich wie so aus dem Geist verschwindet, ne? Ersetzt wird buchstäblich. Ja, ganz viel Freude, ganz viel Freude. Gut, ist Andreas noch da? Mag da Ja, danke fürs Warm-up. Wir sind jetzt in der letzten Abendsession und ich denke, hier ist ein guter Startpunkt, um ja, das weiter im Geist zu reflektieren in diesem Moment. Und ja, es freut mich, dass es vom Warm-up in den Heat-up geht und in die Ausdehnung. Und ja, es ist gut, da den Fokus drin zu haben. Ich möchte meinen Geist wandeln lassen und meinen Bruder hier wirklich finden. Und das habe ich rausgehört, und ich kann nicht alleine in den Himmel. Ich brauche meinen Bruder dazu, dafür brauche ich auch ein Wunder. Den finde ich nicht ohne Wunder. Und ja, es ist schön, dass der Bruder auftaucht. Danke, danke für diese Orchestrierung. Ist wunderbar. Danke, wir sehen uns demnächst in diesem Kino. Tatsächlich. Danke fürs Hosten, Christiane. Oha, gibt's noch was zu sagen? Naja, danke einfach, ne? Ja. Danke, danke. Und die Claudia ist neben der Christiane, schön euch zu sehen. Und einfach Segen, 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 Liebe, Liebe, Liebe. Und wir sind absolut genau da, wo wir sein sollen. Ne? Aber wir erinnern uns halt, dass wir nicht allein da sind. Dass wir einen mächtigen Gefährten auf unserer Seite haben. Das ist der Grund, warum wir das hier machen. Ne? Ciao, Leute. Danke. Danke, Lynn, danke. Bis gleich.